Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute Battlestar Galactica Deadlock. Das Spiel ist zwar letztes Jahr schon rausgekommen, aber bisher, es lag offenbar in einer Liste, wie gesagt. Und zurzeit ist es bei Steam und GOG um 50% reduziert und da habe ich endlich mal zugegriffen. Und wenn ich so die Musik schon ein bisschen höre, ja. Das geht eindeutig in die richtige Richtung. So. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nur, von das Spiel weiß ich nur, es ist Battlestar Galactica, ganz klar. Es spielt vor den Zylonkriegen, glaube ich. Die Zylonkriege brechen. Nee, es ist, glaube ich, vor dem ersten. Es ist der erste Zylonkrieg, glaube ich, war das. Nicht der zweite, wo die Serie dann spielt. Die aktuellere Serie, quasi jetzt auch schon über 10 Jahre alt ist, glaube ich. Und es ist halt so, ja, wir steuern halt große Kriegsschiffe im Weltall. So ein bisschen wie Battlefleet Gothic und Warhammer. So ungefähr müsste es sein. Ich habe es wie gesagt nicht gespielt. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich das nur ein Video hochladen werde zu dem Thema, also zum Thema angezockt, damit ihr das mal gesehen habt, oder ob ich es durchspiele, weil ich jetzt für mich sowieso durchspiele. Das ist Battlestar Galactica. Ich liebe sowas. So, Schwierigkeitsgrad. Ja, Kampagneneinstellung, Dauern, Schaden, Schaden. Zwischen Schlachten bis zur Reparatur bestehen. Gibt's hier irgendwas? Oh, doch, hier steht was. Lieutenant. Zylonische Flotten sind weniger aggressiv und die Versorgung von kolonialen Flotten kostet weniger. Commander. Die Standardeinstellung für Battlestar Galactica Deadlock. Die zylonischen Truppen entsprechen Schiff für Schiff den Iris. Okay. Okay, höhere Versorgungskosten. Ich habe keine Ahnung. Zufall entscheidet. Okay, Lieutenant. Nein. Ich weiß, wir machen nur Lieutenant. Wenn es zu leicht ist, hoffentlich kann man es dann später nochmal höher stellen. After Virgon buried their nukes, the leaders of the 12 colonies promised we would never see war of that scale again. Peace would reign in our lifetime, and the lifetimes of our children. They could not have predicted the Cylon Rebellion less than 30 years later. The worst conflict in colonial history, and we are at a stalemate. No foothold gained that isn't lost again within weeks. Ah, der Tisch. The Jupiter Project was supposed to be our ace in the hole, the largest, most powerful battle stars ever created. Each of the 12 colonies were promised one, in return for signing the Articles of Colonization. Das sind vom Design her auch die aus der aktuelleren Serie. Cool. The first, Galactica, was Caprica's crowning glory. It went missing 2 weeks after deployment. Athena, the fifth ship to be completed, belongs to PyCon. We were days away from delivering it when we heard the news. PyCon's capital cities were devastated by Cylon assault fleets. Among them, our own colonial fleet headquarters. There was no chance to intervene. Command of colonial fleet has fallen to Rear Admiral Kane. Our mobile shipyard, Daedalus, has become the ad hoc fleet headquarters. As Kane's XO aboard Daedalus, you have been promoted to Operations Commander of the entire Colonial Fleet. Kane intends immediate retaliation for the attack on PyCon.
The War Room awaits your arrival, Commander. Ja, geil. Also das gefällt mir schon mal. Die Musik passt, die Schiffe passen. Cool, eine Übersichtskarte. PyCon's Battlestar is almost ready to deliver. But Sinan says it can't make an independent jump until the fuel lines have stabilized. Kane's orders are to jump Daedalus to PyCon with the Battlestar Athena attached ASAP. That means we have to clear the scouts here or risk telegraphing our movements to the entire Cylon fleet. I'll prep the deck crews for the jump while you deal with the toasters. Good hunting, Commander. Scheiße, dürfen wir dann später auch die ganzen Truppen hier drauf verschieben? Sind die Helios-Systeme? Helios Delta, Gamma, Alpha und was Unbekanntes. Ich muss erstmal einen Schluck hier trinken, ja. Ah. Daedalus. Sieht so friedlich aus. Diese Kugeln. Ah. Da nochmal eine neue. It's time to make our presence known in this war, Commander. I trust you won't need my instruction twice. Tell your ships to move full speed towards the enemy. What? Verschieben Sie die Ansicht via ASD, ist klar. Benutzen Sie die rechte Maustaste oder Q und E, um die Ansicht zu drehen, das ist auch klar. So. Was haben wir davon? Okay. Wollte der Aufklärer sein, Manticore. Okay, sieht nicht so geil aus. Ist aber halt nur ein kleineres Schiff. Das ist nicht wichtig. Das kleinere. So, klicken Sie auf die Projektion einer Einheit. Um die. Achso, da oben. Ja. Dann weiter. Ich hab da jetzt alles doch gedrückt oder nicht? Durch die Schiffe dahin bewegen oder. Ah. Also man kann auch die Höhe. Passen Sie. Passen Sie die Höhe und den Gierwinkel der Projektion an. Okay. Ein zu großer Gierwinkel belastet den Antrieb übermäßig und sorgt in der folgenden Runde für eine geringe Manövrierbarkeit der Einheit. Was geil. Okay, wir fahren erstmal. Wir machen erstmal nur gerade, das reicht mir schon. Proceed when you're confident with your commands. Der Kampf ist unterteilt in Befehlsphasen und Simulationsphasen. Alle Einheiten setzen ihre Bewegungsbefehle gleichzeitig um. Achten Sie auf ausreichende Abstände, um verheerende Kollisionen zu vermeiden. Nice. Das ist wahrscheinlich der Feind, ne? Okay, zu Ben. Our ships use fire control systems to automatically target and fire on any hostiles that move within range. Turrets will be less accurate the smaller or further away their target is. You can access a ship's fire control and check on its firing solutions for yourself. Schalten Sie die zylonischen Aufklärungskorvetten aus. Erstmal muss ich mir die angucken. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das zylonisch ist. Also gab es dieser Schiffstyp nicht aus der Serie. Also er sieht gut aus. Das gefällt mir. Also ich würde ihn fliegen. Ja, die und unsere Schiffe hier, die sehen natürlich aus, so alle in diesem Stil von der Galactica. Sind halt klein, die gefallen mir nicht. So, rechtsklicken auf eine Einheit oder wählen Sie sie aus und drücken Sie Space, um Ihr Befehl zu. Aha. So, Türme. Feuerbereich zeigt an, ob sie sich in eine feindliche Einheit innerhalb der Feuerreichweite der Türme ihres Schiffs befindet. Verwenden Sie die Option gezieltes Feuer.
bestimmten Gegner mit größerer Genauigkeit anzusehen. Okay, gezieltes Feuer. So, markiert. Zack. Kann ich nicht den anderen noch machen? Den kann ich nicht steuern? Doch. Leertaste war das, ne? Türmer. Yes, gezieltes Feuer. Zack. Boom. So, jetzt gibt's gleich was auf die Nase. Ja, da geht's runter. Vorne müsste der kaputt sein. Sehen wir es auch? Sir, oh. We've got a new Dreadus contact. Ah, oh, Dreadus contact. Oh. Dreadus IFF confirms the contact is a Silent Corvette. Scanning for further intelligence. Aha, wir können ihre Daten ansehen. These Cylon Corvettes won't hold up to sustained fire. Focus your turrets on one side to punch through their armor and destroy the hull. These ships also have long-range guided munitions, useful for softening a target before closing in for the kill. Ich würde den doch trotzdem gerne so hin. So, Leertaste. Understood. So, jetzt haben wir eine Lenkrakete abfeuern. Muss ich das machen? Missiles on their way. Okay. So. Er hatte eigentlich quasi schon den nächsten Feindkontakt. Aber wir könnten erstmal den platt machen. Scheiße. Nee, keine Ahnung, genau so. Nee, Türme sind nicht in die Reichweite, okay. Zurück. Nee, warte, komm, dann machen wir es anders. Die Raketen müssen sitzen. Testen wir einfach mal, ob die sitzen. Und der kriegt die Feuertürme. Okay. Nee, habe ich das gemacht? Junge, Türme, Feuer, 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 geht nicht. Ach so. Noch außerhalb der Reichweite. Oh, Mama Mia. Egal. Der schießt schon Raketen. Cool. Er lebt ja immer noch. Und Zusammenstoß. Commander, your ships don't seem to be performing as well as they should. They may have system damage that's been overlooked. Okay, Systemschaden haben wir jetzt auf dem Schiff. Oder wer meint, ach doch, links. Okay, da kommen gleich die Raketen. Wir brauchen uns gar nicht bewegen. Tell the engineering crews aboard those ships to hotfix what they can. I'll see to their comprehensive repair once you've finished with your engagement. Okay, wir müssen die Mechaniker darauf ansetzen, dass die das reparieren. Der Zustand geht ein bisschen runter, okay. Man kann hier noch die Seiten wählen. Wählen Sie das beschädigte Subsystem Technik aus, um es zu reparieren. Es kann nur ein Subsystem zur selben Zeit repariert werden. Rumpf- und Panzerungspunkte können während einer Mission nicht wiederhergestellt werden. Okay. Das heißt, dass nur die Funktion repariert wird, ne? Fertig. So, können wir trotzdem noch mit den Türmen ballern? Das geht nicht? Oder was? Scheiße. Hm. So, mein Freund, du brauchst dich gar nicht bewegen. So wenig wie möglich. Bisschen tiefer. So, den jetzt bitte ein volles Brett hier.
Rancor is taking damage. Fuck. Subsystem repairs are complete. Jetzt reicht's. Wir machen erstmal den anderen da. Drücken Sie M, taktische Karte zu öffnen. Auf der taktischen Karte können Sie die Position der feindlichen Einheit im Auge behalten. Ja gut, gerade haben wir nicht mehr. So. Links vorne ist komplett in den Eimer. Und der hat es eigentlich noch, ne? Sollen wir uns komplett drehen oder was? Ätzende Kacke. Ah, okay. Die SAE müssen bestätigt, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Heilen da. Der jetzt von hinten was gekriegt hat und jetzt. Jetzt, weil er so nett ist, kriegt er einmal. Nee. Der ist kaputt, da Lenkraketen drauf. So. Feuert. So, das Schiff. So say we all. Darauf. Birma. Mach das schon. Okay. Bleiben die Raketen. Ah, Rumpfschaden. Okay. Gehen wir nochmal auf M. Der andere ist weiter weg. Okay, das heißt, die beiden können jetzt die Verfolgungsjagd machen. Und dann immer schön draufknetern da. Ich weiß gar nicht, ob wir seitliche Kanonen haben oder nur Front. Testen wir es einfach mal. Machen wir ein bisschen seitlich. Understood. Oh, der kann Raketen nach hinten schießen. Ey, er muss doch mal sterben. Okay, das reicht mir jetzt. So, na doch. Und wir schießen auch nochmal Raketen. Er ist gelockt. Ich weiß es gerade nicht. Hat gelockt, okay. Und ja, du machst es selber. Gehen wir ruhig ein bisschen tiefer. Lenkraketen. Nein. Oh, das Ziel da bitte. Und zu Ben. Weiter reinzoomen? Doch. Boah, das frisst doch diese. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Hey! Okay, ich glaube, das muss es sein. Okay. Das heißt, wir drehen unsere Schiffe. Art. Ich will den Raketeneinschlag sehen. So, ein Zylonenschiff weniger. Da ist der andere. So. Bin noch nicht so intuitiv, nicht so gut drin. Was ist denn los?
jetzt keinen angewählt oder was? Und ich mache mal ein bisschen kürzer, damit der andere mal hinterherkommt. Yes, Commander. So. Rum da. Say we all. Meine Idee ist, den gleichen Zange zu nehmen. Von links und rechts. Ach, wir haben Torbotriebwerke. Understood. Oh, mein Freund. So, da brauchst du nicht hin. Da wollen wir hin. Schießt auf unsere Station. Das geht ja mal gar nicht. Boah, also. Nee, darum ein. Den müssen wir jetzt quasi abfangen. Say we all. Nee. Da will ich mehr hin. So. Birme. Okay, haben wohl schon gezielt. Jo, da kriegt er schon wieder Schaden. Hostile contacts are down. We recorded a vid feed of the battle if the commander would like to replay the fleet's performance. Genauigkeit 55%. Abgefeuerte Mission. Zerstörte feindliche Schiffe. So. Ach, Daedalus Fallstation oder die Werft. Okay. Mission erfolgreich. Fortfahren. Congratulations, Commander. But we still have work to do. So, wählen Sie eine Mission im Strategieindex aus oder klicken Sie auf Missionsmarker, um die dazugehörige Besprechung zu starten. Im Strategieindex können Sie Ihre Flotten verwalten, Missionbesprechungen starten und Position auf dem Kartentisch finden. Cool, wir haben Geheimdienst später. Wir kriegen Baupläne für unsere Raumstation, tendiere ich mal. Wir können wahrscheinlich Offiziere anwerben. Wir können Schiffe bauen. Geil. Mit dieser einen Mission. Das ist auf Picon. Die Brände auf Picon dauern an. Die Zahl der geschätzten Opfer beträgt mehr als 50.000. Ah, Thylium. Ja, man merkt, glaube ich, dass ich so ein bisschen
die Serie mochte. Bis auf diesen ganzen Religionsphilippanzen hätten sie einen sparen können, war die Serie eigentlich gut. So, dann machen wir das doch einfach mal gleich. Kapitel 2, Athena. Mission starten. Kane has got her stomping boots on. Started shelling out orders before she'd even finished sticking the admiral pin to her jacket. She's out to prove she's ready for the top job of Colonial Fleet. Can't feel good to earn that promotion off the back of your superior's bad luck. But we've all lost someone in this war, I guess. My sister was on Galactica before it disappeared. Pycon's government is blaming Kane for not delivering Athena earlier. Both she and Sinan won't be happy until we've delivered all 12 of the Jupiters to the colonies. Well, at least we'll get to see Athena clear out some toasters before we hand her over to Pycon. Daedalus is ready to jump on your command, sir. Okay. So. Battlestar Athena. Bei Pycon abliefern, okay. Der FTL-Antrieb des Jupiter Battlestar Galactica. Battlestar Athena ist noch nicht fertiggestellt. In der Landezone werden zylonische Säuberungstrupps erwartet, aber Berichten zufolge haben die meisten Angriffsflotten das Gebiet bereits verlassen. 470 Thylium als Belohnung und 175 Finanzpunkte. Wie viel auch immer das sein soll. Setzt die Gegenwart von Daedalus an Missionsmarker voraus, okay. Ja, dann liefern wir mal die Athena ab. Was? Was? Im Strategieindex können Sie Ihre Flotte verwalten. Missionsbesprechung starten und Position auf dem Karten bestimmen. Ja, weiß ich doch. Wählen Sie die Daedalus-Flottengruppe im Strategiemodus aus und geben Sie den Sprungbefehl. Ach, wir müssen mit der. Die Station kann springen? Oder die Korvette. Ach, sind Korvettes. Okay. Manticore-Korvette. Scorpion. Sind die wieder heile? Na ja, gut, ich sag einfach mal Sprung. Im Strategie-Index. Ach, das ist schon wieder der Text. Ist das nur das eine hier? Wir können nichts machen. Gut, dann. Sprung! Was willst du nur? Ja, Helios Alpha. Muss ich da nochmal auswählen. Pycon. Wählen Sie Pycon im Karten. Oh, zum Beispiel den Sprung. Ja. Okay. Wir müssen das hier noch auswählen. Und dann den Sprung bestätigen. Puh. Benutzen Sie rechte Maus, um an sich zu drehen. Ja, das weiß ich doch. Aber was bringt mir das jetzt mit der Anlassung? Das geht hier auch. WASD zu. An sich zu verschieben. Ach, wir machen das hier auch noch. So, in der Schlachtliste sind alle Einzelschlachten und Missionen aufgeführt, die vor dem Beginn der nächsten Runde beendet werden müssen. Okay. Klicken Sie zum Fortfahren, dann machen wir Fortfahren. Mission. So. Also quasi reisen wir mit der Station, das ist ja ein bisschen, weiß ich nicht. Konnten die Station springen? War das möglich? Also ich weiß, die Zylonen hatten noch dieses Wiederbelebungsschiff. Das war ein Schiff, das war keine Station, Entschuldigung. Weiß ich nicht. Klicken Sie auf die Projektion Ihrer Flotte, um die Einheiten für den FTL-Eintritt zu positionieren. Okay, ja, klar, wie sie eintreten sollen. Sie können die Ansicht, den FTL-Eintritt, muss das drehen. Ja. Also wir könnten jetzt hier so quasi eine Aufstellung machen, wie wir das hinstellen wollen. Große Auswahl und viel Platz haben wir nicht. Na, bleibt doch mal da. Die Kleinschiffe können wir nicht bewegen. Doch, können wir auch. Okay. Hat mich jetzt gewundert. Gut. Fertig. Prepare to jump in 3. 2, 1. Zack. Ja, super. Jump complete. Draedus contacts bearing 017, Karam 021. Pycon and the rest of the 12 colonies are watching our every move, Commander.
Some would see Colonial Fleet fail. Ensure we succeed. No pressure, sir. No pressure at all. Gut, wir haben überhaupt keinen Druck. Freut mich. So, haben wir irgendwo Dreadus-Kontakte? Oh ja. Wie geht man da vor? Der spielt da. Yes, Commander. Du wirst aber auch erstmal so einen Schlenker da machen, aber dann auf die Mitte gehen. Der hat dann etwas längere Weg, meine Hoffnung. Und oder wir greifen beide erstmal den an und dann die beiden einzeln. Ich bin mir unsicher. Zug beenden. Wo ist die Athena? Oh, yes! Ships are not lifeless assets to needlessly throw at the enemy, Commander. Adjust a ship's posture to tailor the crew's tactics so that you can match whatever opposition you encounter. So, Rechtsklick. Was willst du? Nee. Rechtsklicken Sie auf eine Einheit oder wählen Sie Space-Taste? Ja, aber wir müssen das Schiff da erstmal nach vorne bewegen. Die Athena kann nur 5 Meter fahren? Understood. A defensive posture ensures the ship's defense-oriented subsystems are more efficient. Likewise, an aggressive posture will boost the ship's offensive capabilities at the expense of the ship's defenses. Passen Sie die Einsatztaktik des Schiffes mit dem Schieberegler. Okay. Wir verstärken entweder unsere Offensivfähigkeit, das heißt wahrscheinlich weniger Waffen werden stärker. Was wird denn schlechter? Navigation? Ja, Feuerkontrolle nimmt zu, klar. Technik nimmt ab. Und bei Defensivtechnik Reichweite und Firewall Regeneration. Stations. Bei kolonialen Schiffen kann mit Turbotriebwerken die Energie vorübergehend von den Subsystemen auf die Triebwerke umgelenkt werden. Okay. Und dann haben wir nochmal ein bisschen Speed. Okay. On it, Commander. Gut. Wir haben jetzt hier Ziel im Visier. So. Türme. Ist doch nicht im Visier. Gezieltes Feuer. Okay, Hammer. Und der Freund. Der. Nee, der kommt, wie ich sagte, dahin. Die Battlestar Athena wird dann in die Mitte kommen. Hostile unit identified. Commander, receiving word from Athena's CAG. Their alert Vipers are online and ready to return hostilities. Schalten Sie zylonischen Plünderer aus. Ja. Wählen Sie das Battlestar Galactica mit Space. Ah, den wieder raussuchen. Die kann doch trotzdem 5 Meter nach vorne fahren. So. Space. Ah, Geschwader. Yes. Viper starten. Alle starten. Yeah. Yes, Sir. Geil. Ah. Was ist das da? Was ist das? Talon. Kenne ich nicht. Sieht aus wie so ein Truppentransporter.
werden gehackt. Schweine. Use squadrons to hit priority targets or defend any of our own capitals. You can recall a squadron back to its carrier if the situation begins to deteriorate. Wählen Sie das Viper MK1 Geschwader aus und drücken Sie Space. So. Habe ich das nicht? Achso, Space. Ziel auswählen. Oh, auf Understood. Jeden Fall. Darf ich die anderen Schiffe Sachen bewegen? Yes, Commander. Geil. So, ich will das andere Geschwader haben. Was? Hä? Haben wir nicht zwei Geschwader gehabt? Kann ich nur das eine benutzen? Oder beide gehen drauf? Okay. Missiles on their way. Yes, sir. Und weiter. Missiles incoming. So. Wir drehen uns jetzt im Kreis. Firewall geht gleich runter. So. Kann ich jetzt... Achso, hat er automatisch schon als Ziel drin? Okay. So, Athena, Abfangkurs. Okay, wir fahren dazwischen. Zack, zack. Was haben wir denn hier? Türme. Gezieltes Feuer. Nee, wir müssen mal die anderen. Nein. Da, ja. Zug beenden. Da sollst du hinschießen. I've asked Sinan if there is any way we can stop those Cylon tech ships from hacking our systems, but he's being stubborn. We've already minimized onboard networking. Your firewall should keep them out for a while. Otherwise, take the subsystem offline for repairs if they cause too much damage.
Or you can rely on the tried and tested method of shooting the Cylons down before they get the chance. Battlestars are equipped to accommodate flak ammunition. Use this to zone out fighters and incoming munitions. Okay. Yes, sir. Wir müssen die Flak auswählen. Flakmunition hat einen Wirkungsbereich, um den Jäger im Verteidigungssystem zu zerstören. Okay. Wir haben eine Orientierungsmöglichkeit. Aber keine Jäger. Turmtruppen wie Flakmüll zu verschießen, weiß ich nicht, wie ich Bereiche auf. Okay. Na gut. Ich würde gerne eigentlich hier mit Raketen vollpumpen, aber naja. So, können wir Gruppen? Ne, können wir nicht machen. Understood. Jetzt darfst du aber auch nochmal Lenkraketen da reinsemmeln. Missiles on their way. So. Wie kann man da noch was machen? Zurückrufen, beschützen, bewegen. Nö. Ihr dürft weiter töten. Target, Talon. Hier hinten haben wir diesen Verfolgungskram wie bei Star Wars Episode 8. Die beiden Schiffe kommen nicht hinterher, übelst lahmarschig. Und hier haben wir Battlestar Galactica. Geile Fights. Zack. Missiles incoming! Alter, Spanne! Ja, scheiße. So, jetzt reicht's aber. So. Jupiter, Lenkraketen auf die Nemesis. PyCon Intel just confirmed that Admiral McKinley died in the attack on Fleet HQ. With Admiral Sarkis still missing aboard Galactica, Admiral Kane remains the commanding officer of Colonial Fleet. McKinley was a good commander and a good soldier. We honor his memory today. So say we all. So say we all. Das reicht mir jetzt. Der muss endlich mal fallen. Lenkrakete. Lenkrakete. Feuerkontrollsystem ist offline. Ach, fuck. Aktivieren. Ja, weil er gehackt wurde. Scheiße. Auswählen. Wir hätten erst die anderen auswählen sollen. Nemesis. Und du auch nochmal auf die Nemesis? Yes, sir. So.
Achso, wir haben verschiedene. Das heißt, wir könnten das Feuer aufteilen, wenn ich das gerade richtig sehe. Oh, ist das nice. Muss ich das machen? Kann ich einfach sagen, der Feuer drauf. Irgendwie so eingestellt, lassen wir mal lieber. Ich weiß noch nicht, ob ich das da verschlimmbessere, aber so. Der kann ja wahrscheinlich nicht mehr schießen. Feuerkontrollsystem ist nämlich deaktiviert, weil dieser Hanswurst uns da gehackt hat. Dann können wir doch vielleicht umkehren, abhauen. Ich weiß nicht, wie weit dieses Hacking-Radius reicht. Geschichte an. Hier ist die Jupiter. Wir rammen jetzt. Flak abbrechen. Türme. Gezielt Nemesis, sehr gut. Dann machen wir das so einfach. So. Commander. So. Das ist gefundenes Fressen. Oh, die Waffensysteme funktionieren wieder. Nee, funktionieren eben nicht. Scheiße, warum ist das ausgestellt? Reparier das, Mann. Bereich entfernt. Warum steuert er auch immer dahin, wo ich nicht will? Ah, wir haben noch den Turbo an. Mach mal Turbo aus. So, jetzt können wir härter drehen. Understood. So. Türme. Ziel des Feuers ist aktiv. Weiter. Manticore is taking damage.
So, jetzt darfst du wieder eine Lenkrakete abfeuern. Genau. Das sollte erstmal genügen. Lass mich doch mal hin scrollen. So. Dann die Battlestar. Ah, ich sag mal, Battlestar ist hier der Athena, verdammt. So. Ja, Battlestar ist halt einfach die Schiffklasse. Entschuldigung. So, zack. So say we all. Türme. Gezieltes Feuer. Feuerkontrollsystem ist offline. Dann aktivieren bitte. Navigation kannst du deaktivieren. Es muss nicht repariert werden. Yes, Commander. Lenkraketen werden nachgeladen. Okay, es geht nicht in die Runde. Wir haben noch 40. Andere Geschwader ist unterwegs. Und er wird wieder gehackt. Nachgeladen werden. So. Bankkurs. Dürfen wir jetzt Raketen abfeuern? Yep. System fast wieder da. Waffen kann man mit dem auch nochmal reparieren. Und dann können wir uns schon langsam wieder drehen und die Talon begrüßen. So, Battlestar weiter nach vorne. Verfolgen. Und ganz normal Türme. Gezieltes Feuer. Talon. So. Mann, wie lange brauchen die Jäger? Also ich hätte nicht so weit da absplitten sollen. Oh, der ist weg. Oh. Gut. Doch eher als ich dachte. On it, Commander. Dann gehen wir mal zum Torbo. So say we all. Wir haben doch hier die Jäger. Die noch Sprit. Ich habe keine Spritanzeige, dann gehe ich davon einfach aus. Auf die Talon. Und dann genießen wir noch das Feuerwerk. Ja? Wie nah komme ich ran an die Jäger? Weiß beschützen. Nein, ich sollte einfach die Ziele auswählen, Tarn. Habe ich doch gemacht. Ich will es doch nur sehen. Warum bin ich hier dahin? Ich will zu den anderen Jägern. Da will ich hin. Ich freue mich, wenn Geschwader auf Geschwader trifft. Ich freue mich richtig. Das muss so schön.
schön aussehen, wenn dann Zylonjäger und dann halt die Viper gegeneinander fliegen. Das muss so toll aussehen. So say we all. Ja, mein Freund, ich brauche da nicht mehr viel machen. Du kannst wieder in unsere Richtung kommen. Na. Nein. Komm mal schön in unsere Richtung. Mach gezieltes Feuer, wenn du kannst. Kannst du nicht. Dann geh zurück. Hast du Lenkraketen? Hast du. Und Feuer. Zug beenden. Show genießen. Gradus is cold. All hostile contacts are cleared. If you're finished playing with PyCon's toy, I believe it's time to hand Athena over to their defense ministry. They've already been notified, Sinan. Commander, there's something else. We're having some difficulty with Daedalus's navigation computers. It'll be easier to explain from the war room. Admiral, Commander, we have a problem. The Idris relay that we use to outsource our jump calculations is malfunctioning. Malfunctioning. What's our effective jump distance? It's difficult to estimate with just the onboard computers. The red line extends beyond Helios Alpha, but we'd probably need an intermediary jump to get anywhere significant outside of the system. This is what an ambush looks like, Commander. Find us a way back to Helios Gamma immediately. I want Daedalus under the cover of Ragnar's clouds before the Cylons can attack. Commander, we're going to need more ships. Sinan's taken up yards 1 and 2 for the Jupiter-class Battlestars, and we're only prepped to crunch Manticores right now. The floor crews are changing their build priorities as we speak. There's no use having half-built Battlestars if we can't defend them. Ja. Zylonische Truppen können keine kolonialen Flotten angreifen, die sich bei Ragnar aufhalten. Okay, Ragnar ist bestimmt so ein Nebel oder so, wo ich gesehen werde. Keine Ahnung. Neue Schiffe werden in der Daedalus-Werft gebaut. Praktisch, dass wir den Werft komplett haben. Nachrichten. Daedalus liefert den Battlestar Athena bei PyCon ab. Okay. Aus offiziellen Kreisen heißt es, wurde auch langsam Zeit. Na, toll. Na, wir können nur Korvetts bauen. Oder Korvetten. Das ist schade. Das ist schade. Aber was soll's, brauchen wir. Braucht 2 Runden, 500 Flottenpunkte. Schiffe zu bauen kostet Tillium und Zeit. Okay, we've got the Manticore hull underway, but let's push its fit out and training schedule forward. Beschleunigen. Okay, haben wir jetzt beschleunigt und ja. Your brand new Manticore is awaiting your orders, Commander. Neue Einheiten erzeugen nach der Fertigstellung ihre eigenen Flotten, die mit anderen vorhandenen Flotten an denselben Positionen zusammengelegt werden können. Wählen Sie. Okay. So, ich habe gerade mal einen Blick auf die Uhr geworfen und ich spiele jetzt schon fast eine Stunde. Natürlich sind die beiden Missionen, die wir jetzt hatten, erstmal zum einen gewöhnen, aber ich finde es cool bisher. Also ich finde es wirklich cool. Ich habe einfach Bock auf mehr. Wenn ihr auch mehr sehen wollt, also dann ab in die Kommentare, teilt es mir mit. Also ich werde es auf jeden Fall weiter spielen. Und ich bin mir noch nicht einig, ob ich das erstmal bei angezockt reinpacke und später, wenn ihr wollt, dann halt weiter zocke oder ob ich das gleich von Anfang an mache. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Ich hoffe, ich wollte euch wie gesagt einen kleinen Einblick geben von Battlestar Galactica Deadlock. Wie gesagt, es ist ein Strategiespiel. Wir können riesige Schiffe steuern. Und irgendwann auch mal die Battlestar Galactica. Wir können Zylonen und Toaster in den Arsch treten. Und das Spiel ist gerade zu 50% runtergesetzt. Ich will da keine Werbung machen, ich kriege dafür nichts. Aber wie viel war es? Als 18 Euro? Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Kampagne geht. Aber bestimmt so
20 Stunden müsste doch locker drin sein. Ich glaube, ein Add-on, ein DLC war, glaube ich, schon mit dabei. Also bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ich check das nochmal nach und schreibe es in die Kommentare. Und ich recherchiere nochmal. Es wird da bestimmt irgendwo mal bei der irgendwelchen irgendwo mal gestanden haben, was so offiziell die Spielzeit ist. Ich sag mal, wenn es 20 Stunden Spielzeit ist, die Kampagne, und wir haben noch so eine Möglichkeit, Einzelschlachten zu machen, hat man vorhin im Menü gesehen, dass man da so Schlachten nochmal ausführen kann. Wie gesagt, 20 Stunden, wenn ich da 18 Euro ein paar zerquetschte zahle, habe ich, sag mal grob gesagt, für jede Stunde 1 Euro, kann ich nicht meckern. Finde ich okay. Ja, ich will euch nicht weiter zuquatschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Abo wäre noch besser. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ab in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag oder was auch immer. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.